Servus Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute mit was Asiatischem, nämlich Hähnchen Chop Suey. Das schmeckt richtig gut, ist ein wenig alphabetisch aus der Reihe, aber macht ja nichts. Fangen wir gleich an, hier das Gemüse. Ich habe Lauch, Zwiebeln, Paprika, Brokkoli, Karotten und Knoblauchzehen. Bis auf die Paprika und den Brokkoli ist wieder alles aus unserem Garten. Für Hähnchen Chop Suey braucht man natürlich Hähnchen. Hier zwei Hähnchenbrüste, klein geschnippelt in Scheiben bzw. Streifen. Das Fleisch wird etwas mariniert in Kochwein mit Salz, helle Sojasauce, Speisestärke und ein Eiweiß. Das wird jetzt alles einfach mit dem Fleisch zusammengemischt. Die genauen Mengenangaben wieder übrigens unten in der Videobeschreibung. Das lässt man jetzt ziehen. Ungefähr so lang, wie man halt braucht, um das andere Zeugs vorzubereiten. Hier die Zutaten für die Soße. Da braucht man ganz schön viel. Helle und dunkle Sojasauce, Kochwein, Pfeffer, Speisestärke, brauner Zucker, Natriumglutamat, Hoisinpaste, Sambal Oelek, ein wenig Wasser und Garam Masala. Das Salz würde ich nicht mehr reintun, das war nämlich ein wenig eichsalzig. Die Sojasoßen sind salzig genug. Jetzt mische ich erstmal die Soße zusammen. Wie gesagt, das Salz nicht verwenden, die Sojasoßen sind salzig genug. Mache ich nächstes Mal nicht mehr rein in die Soße. Aber Pfeffer, der kommt schon rein. Zuerst helle Sojasauce. 3 Esslöffel. Dunkle Sojasauce, 2 Esslöffel. Kochwein, wieder 3 Esslöffel. 1,5 Esslöffel brauner Zucker. Fischsoße, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, sind 2 Esslöffel. Sambal Oelek, ein guter Teelöffel. Die gehackten Knoblauchzehen. Natriumglutamat, ungefähr ein halber Teelöffel. Wollte nicht rauskommen, wollte einfach nicht. Aber jetzt geht's schon. Die Speisestärke wird in 100 ml Wasser eingerührt, damit sich da keine Batzen bilden. Das kommt also auch mit rein. Und zum Schluss dann noch 1,5 Esslöffel Hoisinpaste. Alles gut miteinander verrühren. Ich habe dann noch eine Tüte Mischpilze gefunden, getrocknete. Die habe ich in Wasser eingeweicht und die kommen dann auch mit noch dazu. Jetzt geht es auch schon ans Braten. Ich habe meinen Wok geholt, da kommt jetzt Öl rein, normales Rapsöl und Erdnussöl. Und da wird dann zuerst das Fleisch angebraten. Das hängt hier unten am Boden an, sieht man ganz gut. Das
macht aber gar nichts, es wird dann später mit der Soße wieder losgekocht und macht einen super guten Geschmack. Wenn das Fleisch dann schön braun angebraten ist, so wie hier, dann holt man das raus aus dem Wok bzw. aus der Pfanne, je nachdem wo drin ihr das macht. Jetzt kommt zuerst das Gemüse in den Wok, das länger braucht, das ist der Lauch, die Karotten, die Zwiebeln und die Pelze. Noch ein kleines Schlückchen Öl dazu. Und dann lassen wir das braten für ungefähr 5 Minuten. Dann kommt das restliche Gemüse rein. Paprika, Brokkoli, eventuell Zucchini, was man halt hat. Kann man machen, was man möchte. Wenn das alles bis fest angebraten ist, dann kommt die Soße dazu. Zum Schluss kommt dann noch das gebratene Hähnchenfleisch mit rein, alles nochmal aufkochen lassen und das Chop Suey ist eigentlich fertig. Selbstverständlich gibt es dazu Reis. Und jetzt können wir uns unser wundervolles Mittagessen schmecken lassen. Schmeckt genauso gut wie vom Chinesen. Oder vielleicht sogar besser. Servus, bis zum nächsten Mal.